Hallo und willkommen zurück zu Project Oslo 3. Heute mit einem Live-Commentary von mir, da der liebe Lux, den ihr da gerade seht auf dem Bildschirm, das Mikrofon nicht angeschalten hatte. Das heißt, ich habe eine gute halbe Stunde mit mir selber geredet. Passiert. Dafür gibt es ja sowas, dass man den Ton nochmal nachträglich aufnehmen kann. Und das machen wir heute. Ich werde jetzt ein bisschen erzählen, was ich da gemacht habe. Ich habe meinen Keks weggeschmissen, war super. Nahrungsmittelverschwendung. Und dann bin ich nämlich runtergegangen zum Mobfarm, denn die hatte ich ein bisschen ausgebaut noch, weil die, ja, ich sag's mal so, it's escalated quickly. Also nach der letzten Folge war dann relativ schnell die Kisten voll. Deswegen habe ich das alles ein bisschen ausgebaut, noch ein paar Elevators hingebaut, damit man leichter hoch und runter kommt. Es ist bedeutend angenehmer, glaubt es mir. So, und ja, die Place Rods hatte ich mit runtergeholt noch, die ich oben stehen hatte, wo ich ja vorübergehend die Place Farm hatte. Und die hat sich tatsächlich einiges getan. 14 enchantete Black Lotus sind mit dabei für Botania später. Super, auch die normalen Black Lotus, da kann man gut Mana rausziehen. Ansonsten, ihr seht ein riesen Arsenal an Loot, was wir gekriegt haben, auch Köpfe da unten und ganze Witterabteilung und 46 Witterskelettköpfe. Bloß die sind für unser Vorhaben, das wir dann später noch haben, zu wenig. Viel zu wenig. Und ja, ist jetzt auch Gold in rauen Mengen. Über ein K Gold war da schon, über ein K Mana Steel, also eine vorübergehende Rüstung ist da kein Problem mehr. Die Farm läuft wie Atze. Also ich habe auch jetzt genügend zu essen an Dominion Spezial. 2K, da komme ich eine ganze Weile hin. Ist auch ein bisschen Fleisch gekommen, weil immer wieder diese Demon Chicken, Demon Schweine, Demon Kühe kommen und die dann halt so mit getötet werden. Und da kommt halt Fleisch, kommt auch ein bisschen Wolle dabei rum. Und ja, Leder kommt auch rum, Goldäpfel ohne Ende, Zertusquarz, Obsidian, Eimer kriegen wir auch genügend, also ich muss nie wieder Eimer herstellen, wenn es so weitergeht. Ja, und unten drunter, geht der Lux jetzt gerade runter? Ne, der Lux geht gerade noch nicht runter. Schocki, warum ich die Schocki zeige, keine Ahnung. Achso, aber ich dachte, es wären Bricks, Nether Bricks waren es aber nicht. So, und das ist eine neue Konstruktion hier. Da wird jetzt aus der Kiste, also in die Kiste wird erstmal alles reingepumpt. Ihr seht ja, da sind auch viele Witch Heads drin, viele Schwerter drin. Da wird jetzt abgepumpt einmal die Beutel in den Beutelöffner, also in diesen Opener. Da kann ja bloß das rein, also kann da auch bloß das reingedrückt werden. Warum ich jetzt gerade hier nachschaue, das weiß ich gerade nicht mehr. Aber einige Mats dafür kommen auf jeden Fall zusammen. Achso, ja genau, Diamond Armor. Ja, wenn wir da Diamond Armor mit drin hatten, was uns natürlich dann ein ganzes Stück ausfallen lässt, theoretisch. Aber wir müssen das sowieso alles nachcraften, peu à peu. Aber theoretisch könnten wir uns eine gute verzauberte Diamantrüstung herstellen aktuell und die dann einfach weiterverwenden, weil die Verzauberungen werden ja übernommen. So. Also. Ja. Die könnte man theoretisch auch hernehmen, die Weinrüstung. Da fehlt mir halt noch eine Hose. Wenn ich die noch finden würde, wäre super. So. Die Darkstone Swords, die ihr seht, und die Widgets haben auch schnell Überhand genommen. Die werden auch noch mit aussortiert später. Genau, jetzt holt sich der Lux die Sachen raus. Hat dann nämlich einen Itemfilter gebaut, einen großen, da kommt das mit rein. Die ganzen einzelnen Items haben halt alles gleich komplett verstopft. Ist halt so. Ein paar Trophäen kommen daher. Skeleton-Trophäe, das andere war, glaube ich, eine Zombie- oder Zombie-Villager-Trophäe. Ja. Eisenschwerter, Schaufeln. Keine Schwerter, sondern Schaufeln brauchen wir auch nicht. Auch mit weg. Kann man jederzeit herstellen. Ein paar Emeralds sind sogar da rumgekommen. 4 Stück. Immer mal wieder. Das ist von diesen kleinen Steinlingen.
Stonelings, die haben ja immer wieder irgendwas in der Hand. Wenn die gekillt werden, droppen die das mit. Die Ghoul-Köpfe, ob ich die noch brauche, muss ich mal schauen. Bin ich mir noch nicht sicher, aber es gab kein Rezept jetzt für irgendwas. Genau, das brauchen wir bloß für diesen Bumerang. Aber es schaut schön aus, das Heart of Diamond. Vielleicht kommt das dann auch auf dem Pedestal irgendwie mit drauf als Deko. Schauen wir mal. Ja, alles Überflüssige geht halt da in die Trashcan rein. In den Beutel, Lootbag Opener heißt das genau. Kommen die ganzen Lootbags rein und da haben wir jetzt ein Problem. Weil in diesen Bags, die haben wir jetzt in grauen Mengen, sind halt Gaia Spirits drin. Und diese Gaia Spirits kann man für diverse Sachen hernehmen. Die werden wir auch später auch noch brauchen, um Blöcke fürs Endgame-Crafting herzustellen. Und, ja, Shard of Laputa, keine Ahnung, was das ist. Und man kann Endportalrahmen damit herstellen. Zwei Obsidian, ein Gaia-Spirit, ist gleich ein Endportalrahmen. Und ich habe schon ein Nether-Portal statt einen Kuchen. Der Kuchen ist bloß Deko. Und somit kann man ein Endportal sich selber bauen und auf den Kuchen verzichten. Das ist der Wahnsinn. Und das Endportal werde ich auch definitiv bauen. Aber später erst, wenn ich dann einen finalen Platz dafür habe. So, und diese Loot-Pack, die braunen, die müssen halt irgendwie geöffnet werden. Das Problem ist, wenn man die öffnet, kann wieder ein brauner Lootbag drin sein. Wenn man den öffnet, ist wieder ein Lootbag drin. Es ist so ein, fast eine Art Endlosschleife, bis irgendwann mal der Gaia-Spirit rauskommt. Und da muss auf jeden Fall noch was für gebaut werden. Dann wird aus der Kiste hier, die wir hier sehen, jetzt guckt er sich nochmal die braunen Lootbags an, warum auch immer. Es wird auch noch aussortiert. Einmal verzauberte Bücher. Massig. Und für Darksteel-Rüstung und Equipment die Upgrades. Und das ist ja praktisch, weil dann brauchen wir die selber nicht herstellen. Und das sind durchaus ein paar schicke Sachen dabei. Wie auch zum Beispiel Empowered 4. Es gibt noch einen 5er, aber für das Schwert braucht man es nicht. Und ich habe da nämlich auch schon eins abgegradet gehabt. Mein Schwert. Und das ist jetzt voll up to date, hat jetzt 1 Million, ich sag jetzt mal RF, ich weiß nicht, was das für eine Einheit sein soll, was die da für eine komische Einheit haben. Auf jeden Fall das jetzt auf dem Power und kann jetzt ordentlich Aua machen. So, die ganzen Verzauberungsbücher, da hab ich schon ein bisschen vorsortiert gehabt und es sind halt feine Sachen drin, wie Silk Touch ist drin, was man gut hernehmen kann. Dann gehst du weiter, Lux? Gehst du weiter? Ja, Mending. Das klassische Mending, was man überall drauf klatschen kann. Live-Mending bin ich mir nicht so ganz sicher, ob sich das lohnt. Ich glaube es eher weniger, es ist ja mehr ein Fluch. Capturing, da kann man Spawn-Eggs bekommen von Mobs. Da haben wir auch bis Capturing 3 vorhanden aktuell. Ich weiß nicht, ob es ein Capturing 4 gibt. Je höher das Capturing ist, umso höher die Chance natürlich. Werde ich mir wahrscheinlich noch mit aufs Schwert verzaubern, weil Spawn-Eier bekommen ist immer gut. Warum nicht? Capturing 4 ist auch schon mit dabei. Das ist gut. Autosmelt, das kann man zum Beispiel auf die Picke draufhauen, da wird sofort alles geschmolzen. XP-Boost, da kriegt man mehr beim Abbauen. Und Looting 3 haben wir sogar schon mit, also da würde man sogar nochmal mehr rauskriegen beim Klopfen. Nature's Blessing, das ist ganz gut, das kann man auf eine Ho verzaubern, damit kann man dann die Pflanzen bebohnmielen, nenne ich es jetzt mal. Das ist Holding 1, das ist erhöht die Speicherkapazität von Items. Muss ich mal noch schauen, was das ist, da haben wir sogar Holding 3. Muss ich mal rumexperimentieren, was das heißt, ob man da eine Chest verzaubern kann, damit es einen höheren Stack-Limit hat oder so, keine Ahnung. Soulbound wäre vielleicht ganz gut für zum Beispiel einen Angel Wing, damit er nicht mehr flöten geht. Genau, Leash ist auch ganz gut dann, um wieder Lebensenergie zu kriegen, wenn man Mob gekillt hat. Hell Infusion ist ein sehr interessantes Thema, weil das macht extra Schaden im Nether. Deals extra Magic Damage in the Nether, steht da. Also Magie Damage in Nether. Und da gibt's
Talent Fusion 9 hat man, ich weiß jetzt nicht, ob es noch höher geht. Ja, ansonsten da unten sind jetzt noch Infinity und sowas, was ich jetzt gerade nicht sortiert hatte. Das waren so die interessantesten Sachen, die ich da raussortiert habe und ein bisschen in Reihe gebracht habe. Was Reading ist, ich habe keine Ahnung. Muss ich immer nochmal durchgoogeln. Ja, auf jeden Fall, das war es jetzt erst einmal von der unteren Abteilung. Ihr seht es hier oben, das sind Haufen XP, also XP sollte auch kein Problem mehr sein. Wenn irgendwann nochmal XP ein Problem wird, dann habe ich was falsch gemacht, definitiv. Enderperlen, fast 2k. Was will man mehr? Die anderen Enderperlen da, die Friendly Enderperlen nenne ich sie immer gerne, sind auch fast 1k. Die kann man ja ersatzweise für Enderperlen hernehmen. Es ist ein Träumchen, sage ich euch. Void Tears brauchen wir auch noch irgendwann mal. Für, glaube ich, ein Rezept sogar nur. Aber wir haben es jetzt definitiv und ja. So kommen wir schnell hoch, das ist fein. Dann. Genau. Stellt der Lux da die schönen Trophäen auf. Genau, es war ein Villager-Zombie. Ist das nicht schick? Das sind aber andere Trophäen als wie die großen, da wo jetzt der Enderman ist. Enderman, sage ich. Ender Dragon. Das ist von Armor Plus. Das andere ist, glaube ich, von Open Blocks. Aber ist beides schick. Da werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal noch einen kleinen Bereich bauen, wo die ganzen Sachen hinkommen. So als Andenken, wo dann auch so ein paar Testel sind mit speziellen Items. So, und das Wireless Ultimate Terminal ist im Grunde eine Erweiterung vom Wireless, vom AE Wireless Terminal dazu. Und da muss man sich halt ein bisschen durch arbeiten. Genau, das ist der Item Transporter. Da braucht man einen Hyper Diamond. Ich weiß nicht, wo es den gibt. Quantum Flux. Achso, stand dabei, genau. Ha, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Oh. Gut. Wither. Was sucht das jetzt raus? Und zwar den Wither Builder. Genau, und da brauchen wir einen Nether Star dafür. Für den Wither Builder. Weil wir wollen eine am Ende eine Netherstar-Pflanze machen. Das spoilere ich jetzt schon mal an der Stelle. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Lux erwähnt hatte an der Stelle. Und genau, ja, da kommt es eh schon jetzt sicher. Da brauchen wir die Skeleton Essence, um ein Witherproofed Class herzustellen. Und Soul Sand, normales Class. Soul Sand ist jetzt weniger das Problem. Wither Skelet Essence ist eher das Problem. So. Wie bekommt man Wither Skelet Essence? Es ist nicht so einfach wie jetzt bei Eisen, Gold oder so, einfach das Gold da rein. Man kann jetzt nicht einfach da ein Wither in die Crafting, ins Crafting-Feld reinsetzen. Und wir brauchen nämlich solche Wither Skelet Chunks. Das sind so, ja, wie so ausgeschnittene Sachen. Kann man entweder hercraften von ganz unten nach oben oder man kann sie direkt farmen gehen. Mit einem Solium Dagger. Dieser Solium Dagger ist relativ einfach zum Herstellen. Ein Mystical Stick. Das ist kein Problem. Da fehlt uns bloß wieder die normalen Sticks. Das ist ein Trauma. Ich werde irgendwann mal die Sticks automatisieren müssen, dass immer, keine Ahnung, 1000 Sticks da sind. Weil das ist ja schon fast kriminell, dass sie ständig leer sind. Und wir werden noch massig brauchen. So. Dann haben wir einmal den Mystical Stick schon mal fertig. Na, das war ein Aluminium, da hatten wir keine. Ich hatte mal gedacht, wir hatten noch einen von irgendwoher. Gut, Solarium Ingot. Das müssen wir mit einem Alloy-Smelter fabrizieren. Dafür brauchen wir das, dafür brauchen wir Soul Dust. Und Soul Dust kriegt man aus Soul Stone. Und Soul Stone kann man herstellen mit Chiseled Stone und Soul Sand. So, da stellen wir einfach jetzt mal 8 Stück her. Dann haben wir hier komplett eskalierte Plastik. Das ist schon gar nicht mehr durchbrennt. Das nehmen wir erstmal raus. Das können wir dann da wieder hinzufügen. Jetzt muss der Kommentar-Lux mal kurz was trinken, weil die Stimme wird langsamer trocken. So,
Da haben wir das Plastik entsorgt, da geht jetzt noch der Rest hier durch. Da wollen wir jetzt aber, glaube ich, nicht drauf warten. Oder Lux, oder nimmst du es raus, lässt es durchlaufen. Also Plastik haben auch keine Probleme mehr. Können wir jetzt ordentlich herstellen. Genau, wir müssen das jetzt durchbrennen zu Sohlendast. Lux wartet tatsächlich, bis es durchgebrannt ist, das letzte Plastik. Und man kann sogar eine... Ach ne, da muss man sogar dann mit... okay. Musste man so craften. Ist in Ordnung. Da holen wir uns gleich direkt nochmal einen mehr. Das rödelt ja schön durch da. Da schafft man noch das restliche Plastik weg. Wer weiß, ob man das hier jemals aufgebrochen werden. Festplatten werden auch langsam voll. So. 16 Dust. Hat es leider nicht verdoppelt, wie manche Erze. So, das müssen wir jetzt weiter verkraften. Und zwar zu. Haben wir überhaupt zu viel? Nee, da müssen wir jetzt noch ein bisschen Infernium-Incense hochcraften. So, ein bisschen was von der Essenz. Eine Sache. Und dann gehen wir mal hier. So, zack. Dann legen wir das noch mit rein. Dann haben wir da drei Solium Dust. Jetzt, da haben wir es. Und das gehen wir jetzt wieder durchbrennen. Zack, zack, zack. Dann ist hier unten. Da haben wir sogar eine Quest fertig. Schön. Jetzt brauchen wir dann bloß noch den Mystical Stick. Und dann haben wir diesen Solium-Dagger. Und dieser Solium-Dagger wird uns jetzt begleiten auf eine kleine, feine Reise in den Nether. Weil im Nether, zumindest in diesem Nether, gibt es eigentlich fast an jeder Ecke irgendwo ein Wither-Skeleton. Jo, warum nicht, ne? So, das Problem ist, wir müssen halt mit dem Solium-Dagger den umnatzen. Aber der Solium-Dagger macht doch recht viel Schaden für seine Verhältnisse, auch wenn es bloß so kurz ist. Es hat eher was von einem Dolch als wie von einem Schwert. Es ist halt ein Dagger. So, und dann sind wir auch schon im Nether. Mit dem Dagger im Nether. Nein. Nee. Gut, dann schaut der Lux sich ja gerade mal um und schaut, wo er ein Ritter-Skelett findet. 4 Stück brauchen wir, Drop-Chance 10%. Das ist schön, das ist toll, das könnte dauern. Wo haben wir denn jetzt hier ein Ritter-Skelett? Da drüben ist schon das erste Opfer. So, dann wird er mal verprügelt mit dem Decker. Ja, 3 Schläge, das ist schon ordentlich. Ja. Das war nichts, da gab es jetzt nichts davon. Da ist leider der nächste Kandidat. Der wird auch einmal schön verprügelt. Und wieder nix. Ja, bei 10%, was will man erwarten, ne? Ist halt so. So, dann haben wir hier mal weitergeschaut. Und dann habe ich auch recht schnell weitere Wither-Skeletts gefunden. Da ist nämlich zum Beispiel eins. Was einen komplett ignoriert. Ja, guck mal hier, weil Pigment hauen ist nicht das Problem. Nicht das Problem, sondern ist eher doof. Da ist schon der nächste Kandidat. Wie gesagt, also ihr seht, im Soul Sand Gebiet gibt es da genügend. Da braucht man sich nichts denken. Und da haben wir schon unseren ersten Ritter Skeleton Chunk. Das ist schön. Jetzt brauchen wir noch 3 weitere. Und das sind schon die nächsten 2 Kandidaten. Und der eine da hinten ignoriert das, dass sein Kollege umgenatzt wird. Das ist also... Ganz die Hellen sind sie nicht. Erstmal muss man sie immer schlagen, damit sie einen nicht mehr ignorieren. Aber wir haben immer noch nur ein Junk. Das haben wir das mal darunter, dass sie immer schneller auch mal was kriegen. Und dann gucken wir weiter. Wo haben wir noch was? Nee. Da sind noch welche. Und da haben wir schon den nächsten. Und 2. 3. Oh, der hat 4 gebraucht. Das ist Sand. So, zack, 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 zack. Und wieder nix. Ach Gott. So, da haben wir schon die nächsten 2, also lange suchen muss man nicht.
Ja, und dank des Magneten wird das auch alles eingesammelt. Und wir haben inzwischen jetzt 2 Chunks. Das heißt, 2 sind noch zu holen. Für 10% finde ich aber, ist das doch eine recht gute Bilanz anhand der gekillten Widder-Skelette und der Chunks. Läuft sogar fast besser als wie Widder-Skelett-Skull-Farmen. Schaut euch an, die 2 ignorieren das komplett, dass der andere, ich glaube, die haben den nicht gemocht. Wobei er jetzt auch wieder, also ich glaube, die mögen sich untereinander nicht, dass sie das so ignorieren, wenn einer umgenutzt wird. So. Was ihr jetzt hier nicht gesehen habt, wir haben jetzt sogar noch Experience-Chunks gekriegt. Die können auch mit droppen. Damit kann man eine Experience-Pflanze herstellen, die Experience abgibt. Also Experience-Essenz. Und da hinten ist eine, ist ein Guest-Tempel, Spawner, wo man auch eine Guest-Queen beschwören kann. Das machen wir aber zum anderen Zeitpunkt. Heute nicht, morgen auch nicht gleich. Und wieder nichts abgegeben. So, dann müssen wir halt noch ein bisschen rumfliegen hier. Da sind auch schon wieder 2. Der andere interessiert sich null, ob sein Kollege getötet wird. Und wir haben schon 3 Chunks. Es läuft echt gut. Dafür, dass es bloß 10% Drop-Chance hat. Also wir werden da auf jeden Fall noch von anderen Mobs auch die Essenzen, also die Chunks holen, damit wir da die schönen Mystical Agriculture Pflanzen machen können davon. Und nee. Einen brauchen wir noch. Wo haben wir den letzten? Wo sind noch für das Skelette? Überall, nur nicht hier. Da war auch nichts, da ist auch nichts. Da hinten steht einer, den der Lux doch gesehen hat, ja. Das ist schön. Und zack. Ach, wieder nichts. Da ist gleich der nächste. Komm mal her. So. Feine Sache, auch nichts. Da ist wieder der nächste. Das ist schon fast eine Fließbandarbeit. Und wieder kein Chunk. Und da hinten steht schon der nächste. Es ist so, als würden sie drauf warten, dass man sie angreift. Wieder nichts. Dafür, der Decker hält auch recht gut, dafür, dass es bloß 400 Haltbarkeit hat. Jetzt fliegen wir mal zur Festung rüber. Da schießt ein Guest. Ah, okay. Hier, also ihr seht schon, hier sind einige Ritterskelette noch vorhanden auf einer Stelle. Und wieder nichts. Dann gehen wir mal zu den Kollegen hier rüber. Da drüben ist eine Place. Die sollte uns jetzt vielleicht nicht unbedingt abschießen. Jetzt werden wir auch noch gewuddert. Jetzt kriegen wir auch noch einen gelben Lootbeutel. Ach, ist das klasse. Und wir haben unsere 4 Chunks. Das heißt, wir können erstmal hier ein Stück verduften. Und dann ganz schnell Home eingeben und wieder zurück auf der Insel. So. Und ihr seht jetzt da haben wir jetzt auch 3 Experience Charts. Das ist in der zweiten Reihe das 4. Item. Da brauchen wir halt noch eine. Aber die Beutelchen schaffe ich runter. Da hatte ich nämlich hier eine extra Kiste gemacht. Da kann man Beutelchen reinlegen. Die werden dann in den Lootpack oben reingeschickt. Und da sind dann Lux gerade die Experience Chunks. Haben auch eine Drop-Chance von 10%. Die kann man dann halt zu den Experience Seeds machen. Und da kommen dann schicke Experience Blümchen raus. Wo man dann Experience Bottles draus machen kann. Und die Bottles dann ganz normal auf den Boden hauen und die Experience einsammeln. Ja. Ist schön, ist fein, ist klasse. Wer will sowas nicht? Das haben wir alles mal reingehauen, was rauen ging. Jetzt haben wir bloß noch die 2x Charts drin, genau. Die Kekse haben wir auch mit reingehauen, weil sie halt da drin sind in dem System. Naja. Die Experience Charts kommt da, der Chunks kommt da rein. Das Beutelchen kommt wieder hin, der Decker kommt auch mit da rein, damit er aufgehoben ist. Und dann brauchen wir jetzt nur noch, ja, Tier 5 Seed. Details erstmal wieder craften. Irgendwann brauchen wir diesen Masterstein, mit dem man alles craften kann, weil dann kann man das auch wunderbar automatisieren. Sagt man dann einfach, man braucht ein
hier 5 sieht und dann produziert es das. Weil so ist das Problem. Diese Steinchen da, die wie heißen die Steinchen jetzt? Transformationssteinchen, also die Steinchen da, die bunten, die grünen, orange, blauen, ihr wisst, was ich meine. Die verbrauchen sich halt und sobald die einmal angebraucht sind, erkennt das System die nicht mehr. Und würde die nicht mehr zum Autocraften hernehmen. Und würde auch nicht erkennen, wenn welche fehlen und die wieder nachcraften. Also irgendwann, wenn man sagt, hier, ich bräuchte 100 rote Essenzen, wert bei Zeiten Stillstand, weil es einfach nicht mehr gehen würde. So, wird das Skeleton Seed, den klatschen wir jetzt einfach hier auf den Boden. Zack, zack. Und dann wächst er, dann klatschen wir da noch ein bisschen was daneben, damit sich das verteilt. Weil je mehr Pflanzen, umso besser. Und da ist er schon voll ausgewachsen. So. Und willst du überspringen? Nee, willst du nicht. Da braucht man nehmen noch ein paar von denen, damit noch ein bisschen besser spread. Ah, da ist es jetzt schon übergewachsen. Jetzt haben wir schon 2 Pflanzen. Dann können wir jetzt da noch hinmachen. Und warten, dass eine dritte Pflanze daherkommt. Und da können wir schon mal diese nehmen und hier an unsere Wand gehen und den letzten Slot belegen. Dann ist das jetzt auch schon mal voll. 4 Stück Sands aktuell und ja, sobald es abgeerntet wird, kommt halt was dazu. So, da haben wir jetzt schon die dritte Pflanze. Das läuft wie Butter. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass da nicht eine Dragon Egg Pflanze rüberkommt, sondern eine Wither Skelett Pflanze. Und dauert halt. Da ist er. Und das ist eine Wither-Skelett-Seed. Das ist fein. Dann holen wir uns noch ein paar Stäbchen. Je mehr Pflanzen wir davon haben, umso besser. 4 Stück. Das sollte dann reichen. Dann klatschen wir einen dahin. Ah, da ist schon eine Pflanze. Und das ist ein Dragon Egg-Seed. Das wollen wir nicht. Was haben wir da? Da haben wir Wither-Skelett-Seed. Das ist fein. Da haben wir auch jetzt ein Wither-Skelett-Seed. Jetzt natürlich immer die Gefahr, dass jetzt ein Lapis rüberspringt. Aber damals von 2 Seiten. Oh, Wither-Skelett, das ging schnell. Und haben wir da nochmal ein Wither-Skelett? Oder kommt da ein Wither-Skelett? Super, dann, weil es gerade so gut läuft, da machen wir halt noch den Rest. Ach, na, drittes brauchen wir noch. So, aber das dritte, Dragon Egg Seed. Ja, kann man aufheben. Wenn wir noch brauchen, bestimmt früher oder später. So, dann schauen wir mal, was haben wir hier? Wither-Skelett Seed, das ist fein. Und hier, jetzt können hier 3 verschiedene Pflanzen kommen. Aber es geht doch relativ schnell mit dem Spreaden Wither-Skelett Seed. Super. Und der letzte. Wird der letzte mal was? Wither-Skelett Seed. Super. Da haben wir jetzt 3, 6, 9, 10, 11. 11 Wither-Skelett Pflanzen, die auch irgendwie ein bisschen traurig ausschauen in der Mitte. Wenn sie so um die Ecke sind, wenn man... Je weiter man die Position verändert, umso freundlicher schauen die irgendwie. Gut. 78 haben wir jetzt schon. Super. Mit dem können wir uns dann Witherproof Glass machen. Da können wir auch Witherproof Blocks machen. Und wir können sogar mit einem... Ja, da brauchen wir Soulstone. Wäre aber machbar. Und wir können Witherskelett Skulls machen. Da brauchen wir aber ein Plankoskull, also ein Plankskull dafür. Kann man mit Bone Meal und Soul Dust machen, ist kein Problem. Wenn die Farm unten weiter so gut läuft, dann werden wir sowieso keine Skulls mehr brauchen, weil wir genügend Skulls bekommen. Und dann müssen wir jetzt einfach nur noch dann warten, bis jetzt genügend Essenzen da sind, mit denen wir das Witherproof Glass herstellen können. Und ja, was macht man mit dem Witherproof Glass? Genau, man spawnt Wither drin, die nichts kaputt machen können. Und die auch die Explosion halt abhalten von den Withern. Ja. So. Und ich glaube, jetzt hat der Lux langsam gemerkt, dass sein Mikrofon aus ist. Und er jetzt eine halbe Stunde mit sich selbst geredet hat. Oder? Noch eine ganz? Nee. Soul Glass brauchen wir noch. Dafür braucht man halt Soul Sand und normales Glas. Klar, es ist immer so eine verschwindend geringe Ressource bei mir. Aber ein bisschen was haben wir.
Ich kann es gerade nicht so ganz erkennen, wie viel. Aber anscheinend rechts. So, Soul Dust, Soul Ascent haben wir auch genügend. Das heißt, wir können uns dann den Soul Class ohne Probleme herstellen. Ach nee, anscheinend doch nicht. Ich habe leider nicht die Zahl erkannt, aber jetzt auf jeden Fall gesehen, dass wir nicht genügend Soul Sand haben. Deswegen gehen wir jetzt nochmal Soul Sand holen. In Sinetta, immerhin weit laufen müssen wir nicht dafür. Aber das machen wir nicht unbedingt am Tor, am Portal Tor, sondern machen das ja einen Meter weiter. Das haben wir da auf jeden Fall einiges an Soul Sand, haben Hunger, müssen erstmal was essen. Kehren jetzt zurück. Und spätestens jetzt hat Lux, müsste er gemerkt haben, dass das Mikrofon aus ist. Er ist entsetzt, haut den Soul Center rein, legt sich das da zurecht und merkt jetzt, dass es vorbei ist. Und wir verabschieden uns an der Stelle. Wir sehen uns in unserer nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.